Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich weiterhin das Thema Festplattenverschlüsselung mit BitLocker behandeln, das in einem der vorherigen Videos gestartet wurde. In diesem Material erfahren Sie, wie Sie das Systemlaufwerk oder C-Laufwerk Ihres Computers mit BitLocker verschlüsseln. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um die Funktionen von BitLocker voll nutzen zu können, muss der Computer mit einem TPM-Mikrochip Trusted Platform Module ausgestattet sein. Computer ohne TPMs können jedoch auch die BitLocker-Verschlüsselung verwenden. TPM ist ein spezieller Chip, der kryptografische Schlüssel zum Schutz von Informationen speichert. Sie können überprüfen, ob das TPM-Modul auf Ihrem Computer installiert ist, indem Sie den Befehl tpm.msc ausführen und in das Feld Ausführen eingeben. Drücken Sie Windows plus R, tpm.msc. Im geöffneten Fenster Verwaltung eines vertrauenswürdigen Plattformmoduls sehen wir Informationen darüber, ob sich auf dem Computer ein kompatibles, vertrauenswürdiges Plattformmodul befindet oder nicht, ob es aktiviert ist, falls vorhanden und einsatzbereit ist. Wenn TPM vorhanden installiert und konfiguriert ist, fahren Sie sofort mit der Installation der Verschlüsselung fort. Wenn auf diesem Computer ein TPM-Modul vorhanden ist, das jedoch noch nicht verwendet oder installiert wurde, wie im Menü Verwaltung eines vertrauenswürdigen Plattformmoduls zu sehen ist, muss es installiert werden, um es zu aktivieren. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zum Bedienfeld und wählen Sie BitLocker Drive Encryption. Wählen Sie BitLocker aktivieren in der Nähe von Laufwerk C. Konfigurieren Sie im folgenden Fenster die BitLocker Laufwerkverschlüsselung. Sie müssen zwei Aktionen ausführen, um ein C-Laufwerk zu verschlüsseln. Sicherheitsausrüstung für TPM aktivieren. Verschlüsseln Sie die Festplatten direkt. Weiter. Um TPM zu aktivieren, müssen Sie den Computer neu starten. Klicken Sie auf Herunterfahren. Danach schaltet sich der Computer aus. Wenn Sie es einschalten, werden Sie aufgefordert, F1 zu drücken, um TPM zu aktivieren, oder F2, um die Aktivierung abzulehnen. Nach dem Drücken von F1 startet Windows und öffnet sofort das Fenster mit den BitLocker-Verschlüsselungseinstellungen, indem Sie sehen können, dass TPM-Modul eingeschaltet ist. Klicken Sie auf Weiter und fahren Sie mit der Standard-Verschlüsselungseinstellung fort. Nach Abschluss der Festplattenverschlüsselung muss der Benutzer zum Aufrufen des Systems nur noch das Kennwort seines Windows-Kontos eingeben. Anschließend werden das System und die Festplatte entsperrt. Sie müssen kein zusätzliches BitLocker-Entsperrkennwort oder keinen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Dies ist das Hauptmerkmal der Laufwerk-C-Verschlüsselung auf einem Computer mit einem TPM-Modul. Wenn Sie versuchen, den Computer auf andere Weise zu starten, mit Hilfe eines bootfähigen USB-Laufwerks oder einer Befehlszeile einer Windows-Wiederherstellungsumgebung
und so weiter, müssen Sie einen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Wenn Sie versuchen, die Festplatte von Ihrem Computer zu entfernen und sie an einen anderen PC anzuschließen, um Daten zu kopieren, müssen Sie auch einen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Das heißt, jetzt sind Ihre System- und Systemdatenträgerdaten zuverlässig von Hacking-Versuchen geschützt. Wenn der Computer nicht über ein TPM-Modul verfügt, das wir aus dem Fenster Verwaltung eines vertrauenswürdigen Plattformmodus gelernt haben, müssen Sie Änderungen an der lokalen Gruppenrichtlinie vornehmen, um die Möglichkeit der Verwendung von BitLocker ohne TPM zu erhalten. Öffnen Sie es, drücken Sie dazu Windows plus R und führen Sie im Fensterfeld den Befehl gpedit.msc aus. Öffnen Sie den Abschnitt auf der linken Seite des Fensters. Computerkonfiguration, administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, BitLocker, Laufwerkverschlüsselung, Betriebssystem, Festplatten. Doppelklicken Sie im rechten Teil auf die Option. Mit dieser Richtlinieneinstellung können Sie die zusätzlichen Authentifizierungsanforderungen beim Start konfigurieren. Wählen Sie im folgenden Fenster aktiviert aus und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Verwendung von BitLocker ohne kompatibles TPM zulassen aktiviert ist. Übernehmen Sie die Änderungen. Okay. Schließen Sie den Editor. Das Bearbeiten der lokalen Gruppenrichtlinie ist abgeschlossen. Sie können mit der Installation von BitLocker fortfahren. Gehen Sie zur Systemsteuerung und wählen Sie BitLocker Drive Encryption. Wählen Sie BitLocker aktivieren in der Nähe von Laufwerk C. Überprüfen Sie die PC-Konfiguration. Weiter. Vorbereiten eines Laufwerks für die BitLocker-Verschlüsselung. Weiter. Vorbereiten des Laufwerks für BitLocker. Die Datenträgervorbereitung ist abgeschlossen. Um die Vorbereitung des Systems für die Verschlüsselung abzuschließen, muss BitLocker den Computer neu starten. Jetzt neu starten. Nach dem Neustart des PCs meldet BitLocker, dass die Vorbereitung des Laufwerks für die Verschlüsselung abgeschlossen ist. Fahren Sie mit dem Schritt der Festplattenverschlüsselung fort. Weiter. Wählen Sie eine Methode zum Entsperren des Laufwerks. Wählen Sie in diesem Fall Entsperren über Passwort. Klicken Sie dazu auf Passwort eingeben. Geben Sie das Passwort zweimal ein und klicken Sie auf Weiter. Wir wählen, wo der Wiederherstellungsschlüssel gespeichert werden soll. Er kann nicht auf einem verschlüsselten Laufwerk gespeichert werden. Bis der Schlüssel gespeichert ist, kann die Installation nicht vorgesetzt werden. In diesem Fall speichern Sie es in einer Datei. In Datei speichern. Wählen Sie einen Speicherort für den Wiederherstellungsschlüssel. Ich speichere es auf einem USB-Laufwerk. Überprüfen Sie, ob der Schlüssel am angegebenen Speicherort gespeichert wurde. Weiter. Je nach Bedarf wählen wir aus, wie das Laufwerk verschlüsselt werden soll. Sie können wählen aus nur belegte Speicherplatz verschlüsseln, schnell optimal für neuen PCs und Laufwerke. Und verschlüsseln Sie das gesamte Laufwerk. Langsamer geeignet für bereits verwendeten PCs und Laufwerke. Weiter. Wählen Sie im nächsten Fenster die Option Neuer Verschlüsselungsmodus, der für nicht austauschbare Laufwerke optimal ist. Weiter. Bevor Sie mit der Verschlüsselung beginnen, wird empfohlen, einen BitLocker-Systemscan durchzuführen. Die Überprüfung erfordert einen Neustart, dies ist jedoch der beste Weg, um sicherzustellen, dass TPM-BIOS und USB-Ports von BitLocker erfolgreich verwendet werden. Weiter. Danach wird das BitLocker-Symbol in der Taskleiste angezeigt. Klicken Sie darauf und klicken Sie in der Benachrichtigung über die Notwendigkeit eines Neustarts des Computers auf die Schaltfläche Jetzt neu starten. Der PC wird neu gestartet und fragt nach einem Kennwort zum Entschlüsseln des Laufwerks. Wir geben es ein. Wenn alles gut geht, startet das System und die Verschlüsselung beginnt.
Um den Fortschritt der Festplattenverschlüsselung zu ermitteln, klicken Sie auf das BitLocker-Symbol in der Taskleiste und sehen Sie, wie die Verschlüsselung durchgeführt wird. Die Verschlüsselung von Laufwerk C ist abgeschlossen. Wir schließen das. Nach jedem Neustart von Windows oder beim Einschalten des Computers müssen Sie ein Kennwort eingeben, um Zugriff auf Laufwerk C zu erhalten. Neben der Verschlüsselung des Laufwerks D oder des Wechseldatenträgers steht dem Benutzer das Menü BitLocker-Verwaltung zur Verfügung, um darauf zuzugreifen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das verschlüsselte Laufwerk und wählen Sie BitLocker-Verwaltung. Wir sehen die verfügbaren Verwaltungsfunktionen in der Nähe des verschlüsselten C-Laufwerks: Schutz anhalten, Wiederherstellungsschlüssel archivieren, Kennwort ändern, Kennwort löschen, BitLocker deaktivieren. Auf einem Computer mit einem TPM-Modul verwenden die Elemente Kennwort ändern und Kennwort löschen nicht angezeigt. Informationen zum Deaktivieren von BitLocker sowie zum Verschlüsseln eines Nicht-System- oder Wechseldatenträgers mit BitLocker finden Sie im vorherigen Videos, dessen Link in der Beschreibung erhalten ist. Um nun in das System einzutreten und die Festplatte zu entsperren, müssen Sie das festgelegte Kennwort eingeben. Danach werden das System und die Festplatte entsperrt. Wenn das Kennwort mehrmals verloren geht oder falsch eingegeben wird, benötigen Sie einen Wiederherstellungsschlüssel, um die Festplatte zu entsperren. Wenn Sie versuchen, den Computer auf andere Weise zu starten, müssen Sie einen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Wenn Sie versuchen, die Festplatte von Ihrem Computer zu entfernen und sie an einen anderen PC anzuschließen, um Daten zu kopieren, müssen Sie einen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Das heißt, Ihr System ist zuverlässig von Hacking-Versuchen geschützt, sowie auf einem Computer mit einem TPM-Modul. Das ist alles. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Gerne beantworten wir eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.